Ja, hallo, hier ist wieder Krello. Ich heiße euch willkommen zurück zu RimWorld. Ja, in diesem Video würde ich ganz gerne mal hier so ein paar Sachen fertig machen, die wir angefangen haben. Hier die Kolonie abschließen. Vielleicht hier auch noch so ein bisschen, dass wir nur hier momentan noch offen sind. Ja, außerdem hier unseren Essensraum und viele weitere Sachen. Diese Räume hier, die wir angefangen haben und eigentlich nie zu Ende gebracht haben. Bevor wir das machen, erstmal zwei Änderungen noch, nämlich einmal möchte Masakiri lieber Masakira passen, das passt nämlich besser. Und mit dem Zusatz, nicht der, sondern die mit dem Feuertanz. Weil ein oder andere wird sich oder ja, erinnern, dass wir vor kurzem eine ja, brennende Masakiri seinerzeit noch hatten und ja, das mussten wir jetzt mal eben verewigen im Namen. Die Ecke muss noch abgebaut werden. Was war das? Ein Wasserschwein wurde zahm. Das Tier wird Wasserschwein 1 genannt. Ein Wasserschwein, das habe ich ja noch nie gehabt. Okay. Ja. Was können wir dem beibringen? Wahrscheinlich nichts. Machen wir das auch nicht. Wir bleiben erstmal bei den nützlicheren Tieren. So, eine Sache wollte ich noch ändern und zwar Brandon packen wir hier mal bei Deliver und bei Transport auch auf 1, dass das wirklich hauptsächlich oh, eine Rettungskapsel. Ein KI-Programmierer namens Flair ist mit einer Rettungskapsel in der Nähe abgestürzt. Wenn er den Aufschlag überlebt hat, ist er vermutlich schwer verletzt. Flair gehört zu der feindlichen Fraktion der animalische Gemeinschaft. Du kannst ihn einsperren, um ihn zu rekrutieren oder zu der Sklaven. Wen haben wir denn hier? Geistige Arbeit 14, Handwerk 8 mit doppelter Flamme, Tiere 6 mit doppelter Flamme, Fernkampf 7. Und das Einzige, was er verweigert, ist Pflanzen anbauen. Ich würde mal sagen, Lukas, Flair kannst du mal gefangen nehmen. Tod in 12 Stunden. Ja. Das schaffen wir vorher. Haben hier ja noch Betten frei. Okay, ah, wir haben hier das nächste Zimmer. Das können wir dann zuweisen. Einmal Brandon und das andere. Jeden Moment, nämlich jetzt. Emilia, da muss ich aber eben auf meine schlaue Liste gucken. Okay, wir haben noch einen Namen, den wir hier hinzufügen können. Ich schreibe ihn einfach mal, ohne ihn gerade auszusprechen. Ich finde ihn eher amüsant, aber naja. So. Der ist nämlich bei Uni auch schon eingezogen. Wenn ihr hier noch mitmachen wollt, Emilia könnten wir noch umbenennen und wir haben hier noch einen, gleich wahrscheinlich zwei weitere potenzielle Mitglieder für unsere Kolonie. Also schreibt es mir einfach in die Kommentare. Wir haben noch Platz frei. Allerdings nicht mehr lange, weil wir kommen jetzt, glaube ich, schon in eine Größenordnung, wo ich irgendwann mal langsamer machen muss. Langsamer machen. Was wir schneller machen müssen, ist Forschung. Da würde ich vielleicht mal Masakira auf 2 setzen. Und auch Emilia und auch Lukas, dass wir da ein paar weitere Kandidaten haben, wo da mal was passieren kann. Masakira fängt auch direkt an, sehr gut. Weil das haben wir tatsächlich so ein bisschen vernachlässigt. Oder ich, eher genauer gesagt.
Was macht Axa? Versorgt Flair, okay. So, was machen denn unsere Insekten hier oben eigentlich? Oh. Was auch immer. Ach, ein Panther ist da rein, deswegen. Okay, das sind aber immer noch sehr viele Gegner. Ich traue mich da ja noch nicht ran, ne? Ich hab irgendwie so. Im, oh, da ist noch ein Raumschiffstück. Medizinischer Notfall, Flair. Aber da ist Axa dran, ne? Ja. Wieso? Macht den Ping da drin? Ach so, ach, ich hab noch gar nicht. So muss das natürlich aussehen. Hier habe ich noch eine Lampe vergessen. Außerdem würden hier auch ein paar Blumentöpfe nicht schaden. Alles schläft. Vier, fünf, acht, vier, neun. Wo ist denn der? Hat denn irgendjemand kein Schlafzimmer? Die Blöd. Eins, zwei, drei, vier, fünf, acht. Ich habe Emilia nicht mitgezählt, ich Trottel. Ich könnte die letzten 30 Sekunden übrigens vorspulen, falls ihr das nicht. Obwohl, es ist blöd, das nachher zu sagen. Das müsste ich vorher sagen. Ihr könnt die nächsten 30 Sekunden vorspulen. Schlachterwerkbank. Schlachterwerkbank werden wir jetzt umziehen. Nach dort. Den Stuhl auch. Der kann auch dahin. Das macht nämlich viel mehr Sinn. Dann können wir noch von der Lampe eine Kopie hierher bauen. So, wenn wir dann unsere ganzen Lebensmittel da lagern. Vielleicht brechen wir das hier mal ab, lassen die Schlachterwerkbank dort und packen unseren elektrischen Herd dahin. Und dann ändern wir das hier ab, dass in dieses Lager nämlich kein rohes Essen, kein Heu, kein Pemmikan, kein Schokolade und kein Trockenfutter reinkommt, dass das alles in das andere Lager geht. Die Tierleichen können hier bleiben, dass die dann hier geschlachtet werden, werden hier gekocht. Da werden wir dann gleich noch die Einstellung ändern, dass die das fallen lassen und dann können die Tiere oder unsere Transporteure die fertigen Mahlzeiten hier reintragen. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Einstellung, ja. So, Aufgaben, Details, auf den Boden legen, die Mahlzeit, oh, 20, das ist natürlich auch Blödsinn, bei neuen Bewohnern, da können wir mal 100 draus machen und bei 30 aufhören. So. Ja, wobei, wenn der Raum gleich fertig ist, dann sollten natürlich die Mahlzeiten auch eher hier liegen. Aber die würde ich dann, dann würde ich das Lager aufteilen, dass hier vorne beispielsweise die Mahlzeiten liegen. Und im restlichen Bereich der Rest damit, wenn hier jemand nur essen will, sich nicht von hier hinten Mahlzeiten holen muss. Ja, das ist eine
Gute Idee. Den Boden hier können wir, glaube ich, einfach die Oberfläche glätten, weil wir hier das gleiche hier. Weil hier überall guter Boden drunter ist, also den man glätten kann. Hier ist es fast überall. Ja. Wo es geht, werden wir das machen und den Rest wird dann mit Bodenfliesen versorgt. Okay, das hat schon mal gut hier funktioniert. Okay, dann verkleinern wir hier mal die Zone um. Machen wir mal ruhig diesen Bereich. Dann erstellen wir eine neue Lagerzone hier. Und wir kopieren diese Einstellungen dort hinein und dann ändern wir, dass wir hier die Mahlzeiten rausnehmen und hier nehmen wir den Rest raus und auch die Leichen und hier auch. So. So passt es doch. Und hier kommen Leichen rein, ja. Und keine Mahlzeiten. Dann können wir. Ach ne, ich wollte ja hier einen neuen Tisch bauen. Stimmt. Möbel, nämlich einen großen. 2x4 oder ne, 3x3 passt ja in den Raum viel schöner rein. Aus. Machen wir mal Holz, ich weiß es nicht. Stühle alle mal im Schnell umgezogen. Da habe ich, glaube ich, versehentlich eine Kopie gebaut. Nicht schlimm, wir haben eh zu wenig. So. Eine Lampe. Gut, hier gab es noch was zu tun und zwar eine Wand bauen bis dort. Dann können wir eigentlich auch hier am Ufer entlang. Eine schöne Mauer bauen. Bauen wir die hier durchgehend? Ne, machen wir nicht. Aber hier bauen wir sie.
ist da. Oh. Da geht's nicht. Okay, dann kommt da eine Tür rein. Strukturen, Tür. Marmor. So. Jetzt kann erstmal wieder reichlich gebaut werden. Ganz viele Bodenplatten, ganz viele Mauern. Hier oben. Oh, das ist schon fertig. Okay. Schön. Ja. Habe ich hier überhaupt die richtigen Sachen gebaut? Das war ja auch noch mal Thema. Jacken, warum wurden da noch keine Jacken hergestellt? Schneidern. Grillo oder Burkhard? Was macht Grillo? Trainiert Ping, Burkhard. Spielt Billard. Ja, dann spiel du dein Billard zu Ende. Gegen Pillemann. Wer gewinnt? Ja. Weiß nicht, seit pflanzt Burkhardt die ein? Nee. Erstmal ein bisschen schneidern. Nächstes müssen wir dann natürlich auch alle Tiere, die hier. Ohne Quatsch, jetzt ist das Blödsinn, das jetzt schon zu machen, weil man kommt ja immer noch rein. Können vielleicht auch noch. Ja, es sind noch ein paar Elefanten da, die wir versuchen könnten zu zähmen. Ne, erstmal möchte ich gerne die, die wir haben, vernünftig gut ausbilden. Dann können wir darüber nachdenken. Lukas hat auch viele andere Sachen zu tun. Vielleicht machen wir das mal bei Lea auf 2 dazu. Bei Diramur auch definitiv. Dass wenn man nichts zu bauen ist, dann kann er sich selber Steine herstellen. Ruhig drin lassen bei Emilia. Ja. Ich glaube, da machen wir auch Stonecut noch mit dazu. Was ist das? Ein Hain der mysteriösen Ambrosiebusch ist in der Nähe aufgekeimt. Wenn du ein wenig wartest, ist die Pflanze weitergewachsen. Bis die Pflanze weiter gewachsen sind, kannst du die wohlschmeckende, ergötzliche und geringfügig süchtig machende Frucht ernten. Sind ja, wow, einige, das muss ich mir merken. Vergesse ich sowieso, aber naja. Der Wille war da. Also das mit der Mauer hier ging jetzt schnell, ne? Das muss ich echt mal festhalten. Das hätte ich nicht gedacht. Überlege mal gerade hier noch schnell eine Mauer hinzuziehen. Hier ist Sumpf, da geht's nicht, aber wir können ja erstmal hier ran. Und dann hier machen wir es erstmal so, dass wir hier lassen wir ruhig wieder die drei Ziegel. Das machen wir so. Wo macht hier eine Tür Sinn? Hier. Und
Und da müssen wir wirklich gleich erst neue Ziegel gemacht werden. Das reicht schon gar nicht mehr dafür. Jut, jut, jut. Mal mit anfangen. Wildtiere. Was können wir denn recht einfach jagen? Hier sind einen ganzen Schwung Wasserschweine, durch die wir Fleisch bekommen. Eine Ratte, eine Schildkröte, das ist alles gefahrlos. Ein Chinchilla. Bei den Alpakas wehre ich mich nach wie vor. Und den Affen können wir uns auch vorknöpfen. Macht es, glaube ich, durchaus Sinn, noch ein bisschen mehr freizugraben. Wobei, den Teil lassen wir vielleicht mal lieber, weil das sieht mir hier nicht so aus, als ob das gut wäre. Lukas umwarb Masakira durch das Gleichsetzen von Masakira mit einer bezaubernden Aurora. Masakira sprach darauf an und ist jetzt mit Lukas zusammen. Lukas und Masakira wollen nun zusammen schlafen. Denke darüber nach, ihnen ein Doppelbett zuzuweisen. Ja, das machen wir doch gerne. Lukas. Ja, haben sie sogar schon. Ja, perfekt. Dann haben wir welches? Das Zimmer hier wieder frei. Okay. So, was machen hier unsere beiden Gefangenen? Ah. Vergessen auf Anwerben zu stellen bei Flair. 31% und 10 und hier haben wir 47% und 3. Das dürfte also auch schon bald was werden. Eramur benannte Elefant 2 in Gerd um. Ja, cool. Die 5 brauchst es auch nicht mehr. Ist hier dann wohl hinter unentdeckt. Das ist wahrscheinlich einfach eine freie Fläche. Zone erweitern. Risikozusammenbruch schwer. Weil gestörter Schlaf, durchnässt, ohne Tisch gegessen, unansehnliche Umgebung, wurde beleidigt, in Dunkelheit, Pessimist. Puh. Das ist natürlich auch reichlich. Aber ohne Tisch gegessen, würde ich mal sagen, selbst schuld. Die installieren, das mache ich glaube ich auch mal mit dem und die beiden Stühle hier können da noch mit dazu. Okay, das Lager hier ist mittlerweile auch. Ah, stopp, ich habe den neuen hier noch gar nicht. Meine Einstellung zugewiesen hier. Holen wir das mal schnell nach. Oh, was ist hier denn los? Na, 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 na. Können die eigentlich auch Kinder bekommen? Das glaube ich nicht, oder? Wäre auf jeden Fall mal sehr interessant. Das Lager hier ist tatsächlich fast voll.
Wahnsinn. Und soweit ich das überblicke, sind da auch nur Sachen drin. Uran weiß ich jetzt nicht. Aber die auch tatsächlich innen gelagert werden müssen. Erweitern. Jetzt können wir natürlich die Dinger hier wieder mit dazu nehmen. Ah, hier können wir jetzt mal was ausprobieren. Wir haben Mais, wir haben Kartoffeln, wir haben Reis. So, Aufgaben. Da gehen wir jetzt mal eine Aufgabe hinzu. Produziere Trockenfutter. Und da nehmen wir raus. Heu bleibt drin. Fleisch kommt weg. Und tierische Produkte kommt auch weg. Wir haben dann ja mehr als zwei verschiedene Sachen. Wir haben Mais, wir haben Reis und wir haben Kartoffeln. Okay. Wiederhole, bis du X hast. Machen wir einfach mal. Wir machen nur 10. Fertig. Und dann pausieren, bis wir nur noch 5 haben. So, und das müsste doch jetzt einer unserer Köche, nämlich zum Beispiel Masakira, priorisiert machen können. Nicht möglich, produziere Trockenfutter, kein Material. Das ist doch Quatsch. Ach so, okay, es wird Material erst hingebracht. Ja, sie bringt aber jetzt Fleisch. Obwohl ich doch hier ganz klar gesagt habe, am Moment. Muss ich nicht noch irgendwo auswählen? Ne, scheinbar nicht. Nur erlaubtes Material oder sowas. Kein Fleisch. Die trägt trotzdem Fleisch dahin. Produziert Trockenfutter aus Fleisch und pflanzliche Zutaten für dein Tier. Also ich verstehe es nach wie vor nicht. Ich brauche doch Fleisch, um Trockenfutter herzustellen. Sonst klappt das einfach nicht. Geologe ist nicht mehr inspiriert, Händler. Ja, es gab halt leider keine Möglichkeit. Eine nahe Siedlung, Schwarzfjord, kontaktierte mich in einer speziellen Handelsanfrage. Sie brauchen dringend 33 Bauteile. Sie bieten Folgendes als Gegenleistung an. Hightech-Bauteile mal 10. Okay. Das ist ja vielleicht was, was wir mal machen können. Schau mal schnell. Wir sind hier und nee. Ach, da ist das Ziel, okay. Ich zeige, was gekauft wird. Naja, die wollen halt die 33 Bauteile haben. Okay. Wie haben wir denn? Jetzt noch wüsste, worunter ich die finde. Das ist Munition. Das ist Nahrung. Da, wir haben 58. Nee. Machen wir nicht. Nee. Ein Blitzsturm. Oh oh. Jetzt gibt's wieder Action. Was machen hier denn diese komischen
Pflanzen, hier war das. 30% gewachsen. Okay, bis die so weit sind, habe ich das locker vergessen. Geben wir mal einen Befehl zum Abbauen. Läuft der denn nicht da oben lang? Na gut. Trosma Häuptling von die violetten Mistkäferregern hat uns eine Nachricht geschickt. Wir haben erfahren, dass eine Sammlung wertvoller Gegenstände wert von 1500 Euro in einem nahen Versteck darauf wartet, gefunden zu werden. Die Sammlung besteht aus unendlicher Kraftstoffreaktor. Ja, ah, neuer Rekrut. Wen konnten wir überzeugen? Nelson. Schön, Nelson bekommt dann das Zimmer hier direkt. So, machen wir das hier noch schnell. Dann ist Nelson auch mal unser zweiter Arzt. Tiere trainieren mit einer Fähigkeit von 8, das können wir durchaus durchgehen lassen. Jagen braucht nicht. Obwohl doch Nelson hatte, glaube ich, einen hohen Kampfwert, ne? Fernkampf. Weiß ich auch nicht. Axt, nein. Waldarbeit können wir mit eintragen. Kunst nehmen wir raus. Stonecut mit rein, das kann er alles nicht. Dann kommt da auch Forschen mit dazu. Ja. So, Nelson. Ja, ach ne, so toll war. Also ich meine, jetzt ist jetzt auch nicht schlecht, aber trotz alledem kannst du dir eine Fernkampfwaffe suchen, aber wir haben nur die schlechten Dinger hier, ne? Wird Zeit, dass mal jemand kommt, der unsere Waffen kauft. Kauft, nicht kauft. Oh. Großes Feuer. Was machen wir eigentlich für eine Forschung, die hier ewig dauert? Schmieden. Das zieht sich ja Ewigkeiten hin. Fähigkeiten geistig. Eigentlich müsste Axa die ganze Zeit forschen. Ist nämlich mit Abstand der Beste. Warum machen wir das nicht? Ist eigentlich kein Grund dafür. Also Axa forschen auf 1. Hau rein. Oh, hier sind aber viele Herzen. Ah. Und hier wird es gleich kriminell. Obwohl hier ist nicht mehr so ganz viel, was Feuer fangen kann. Kritischer Alarm, Feuer, ja gut. Fressattacke Emilia, ich glaube, die können wir verkraften. Wir haben ja noch reichlich. Obwohl unser Vorratslager hier, puh. Wird
tatsächlich ein bisschen ausgedünnt. Wieso, vielleicht sollten wir hier mal zwei Tiere, die eh nur überschaubar nützlich sind, etwas nützlicher machen. Ja, da ist es in der dunklen Ecke passiert. Mit dem Wasserschwein. Kommt bestimmt gleich jemand zum Reinigen. Wie fruchtbar ist hier der Boden? 87%. Haben wir denn? Ne, haben wir nicht. Hier wäre noch sehr fruchtbarer Boden. Überlege hier noch eine Anbauzone mit dazu zu machen. Auch Forschung abgeschlossen. Schmieden. Dann machen wir jetzt mal direkt die Langbogen als nächstes. Eine Zone wollte ich hier noch dazu nehmen. Ne, so nicht. Zone, Anbauzone. Und zwar wirklich nur hier in dem fruchtbaren Bereich. So. Und die können wir dann die fruchtbaren Ecken hier durchaus erweitern. So. Und hier pflanzen wir dann ein. Da auch Mais. Weil ich weiß nicht, ob das, was wir hier haben, ausreichend ist für unsere vielen Bewohner, die wir mittlerweile sind. Und ich habe dann lieber nochmal was angebaut, was ich zur Not nur noch einzäunen muss, als umgekehrt. Gut, jetzt machen wir an dieser Stelle aber hier tatsächlich mal wirklich Ende. Es wird Zeit. Viel zu langes Video geworden, tut mir leid. Wobei manche freut es ja auch immer. Naja, ist halt so oder so. Gut, ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und ja, ihr schaut beim nächsten Mal wieder rein. Macht's gut, bis bald und bye bye.